Wir schlagen ein neues Kapitel in der, ja, in der Schweinfurter Mobilitätsgeschichte auf. Denn heute zum ersten Mal, wenn ich das richtig sehe, werden wir, das heißt nicht wir, aber unterstützt durch uns, wird ein Autohaus, nämlich das Autohaus Rumpel und Stark, Rumpel und Stark GmbH, heute vertreten durch Herrn Stark und Frau Zufall. Schreibt sich aber jetzt anders als Zufall. Also, ja. Ich hatte schon das Vergnügen. Ja, das Carsharing anbieten. Ja, da wird es. Klasse. Nee, das macht einen sympathischen Eindruck, diese Autos. Genau. Hier, bitte das Logo hier mit einfangen. Ja, das ist. Klasse. Ich hätte beinahe mal den Galaxy gekauft. Das ist der Start. Der schafft es bestimmt. So, hallo Herr Oberbürgermeister, heute sind wir also hier, Carsharing, ein ganz neues Thema für Schweinfurt. Was können Sie mir dazu sagen? Ja, wir haben jetzt eine Zusammenarbeit mit dem Ford Autohaus und Rumpel Starke GmbH sind wir eingegangen. Das heißt, das Autohaus wird jetzt an drei Standorten, nämlich an der Turngemeinde, hier in der Gartenstadt und am Hauptbahnhof, jeweils ein Mietfahrzeug anbieten, welches hier von der Bevölkerung sehr unkompliziert genutzt werden kann. Also für alle Menschen, die entweder kein Auto haben, die vielleicht nur einen Wagen haben, aber mehr Bedarf aufgrund familiärer Verhältnisse, die können hier sehr spontan und sehr unkompliziert sich ein Auto mieten. Ist diese Idee gekommen vom Carsharing von Seiten der Stadt oder ist die Firma auf sich zugekommen? Also der Wunsch, Carsharing in Schweinfurt anzubieten, ist älter schon. Das hängt natürlich auch mit unserer Mobilitätsinitiative zusammen, mit unserem Umweltschutzkonzept. Bislang gab es aber noch keinen Anbieter. Mhm. Und ich freue mich jetzt sehr, dass, wie gesagt, das Autohaus Rumpel und Stark jetzt hier die Initiative ergriffen hat und wir sie auch hier entsprechend fördern konnten, indem wir ihnen eben drei Plätze im Stadtgebiet anbieten, die auch nun ausschließlich für dieses jeweilige Mietfahrzeug reserviert sind. Jetzt haben wir natürlich auch sehr viele ältere Zuschauer und Carsharing. Was ist Carsharing oder was können die Leute sich unter dem Carsharing vorstellen? Es ist im Grunde genommen eine bequeme Form der Automietung, der Autoanmietung. Man braucht hier nur eine Karte sich zu besorgen und über diese Karte, über diesen Chip, kann man im Grunde genommen sehr, sehr unkompliziert das Auto an einem dieser Standorte mieten. Und dann zahlt man eine Kilometerpauschale bzw. eine Zeitpauschale und dann kann man das Auto sehr flexibel nutzen, um es dann aber anschließend wieder an dem Ort der Anmietung abzustellen. Ich habe also schon gehört, es ist halt auch so günstig, dass man wirklich sagen kann oder überlegen muss, kauft man sich überhaupt noch ein Auto, wenn man in der Stadt wohnt? Also man muss sich mal kritisch hinterfragen, wie viel Zeit, wie viele Stunden am Tag ein Auto nur steht. Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, dass ich es teilweise vielleicht wöchentlich nur wenige Kilometer nutze, dann ist das natürlich eine sehr interessante Alternative zum eigenen Fahrzeug. Also gut, ich bedanke fürs Gespräch und ja, wunderschöne Idee. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Also, ich registriere mich einmalig und gelange in Besitz einer solchen Kundenkarte. Mit dieser persönlichen Kundenkarte kann ich mir das Fahrzeug im Internet oder per App, wie auch immer, buchen. Leg dann in meiner Buchungszeit die Karte auf die Windschutzscheibe auf dieses vorgesehene Feld und damit öffnet sich die Zentralverriegelung. Danach kann ich ans Handschubfach. Im Handschubfach befindet sich ein vorgesehenes Feld. Darin steckt der Schlüssel mit einem solchen Chip. Dieser Chip muss am Ende der Fahrt, wenn das Fahrzeug auf dem ursprünglichen Parkplatz wieder zurück ist, wieder in das Feld reingesteckt werden. Und dann kann ich das Fahrzeug mit meiner Kundenkarte ganz einfach wieder verschließen. Das war die Buchung. Durchweg gehen oder muss ich nochmal aufgeben? Genau, also wie gesagt, ich stecke den Schlüssel einfach wieder zurück, mit dem Chip wieder voraus in das Feld rein, verschließe alle Türen, schaue, dass alle Fenster zu sind, gehe dann einmal wieder hier vorne hin und verschließe das Fahrzeug mit der Kundenkarte ganz einfach wieder hier. Zentralverriegelung schließt, Buchung ist beendet. So Leute, aber ihr habt Herrn Stark von was für Firma? Ja, das Autohaus Rumpel und Stark. Wir sind ansässig in Unterbleichfeld, also genau zwischen Schweinfurt und Würzburg.
Und Sie stellen also die Auto jetzt zur Verfügung. Sie sind dafür verantwortlich, dass das läuft. Sie haben halt auch das Angebot an die Stadt gemacht. Und vielleicht können Sie mir ein bisschen was erzählen. Wie läuft das ab? Ja, also es ist so, dass wir die Fahrzeuge gemeinsam über das Konzept Ford Carsharing, man sieht auch hier nochmal an der Karte, wie das ausschaut, die Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Das ist ein Verbund, einmal von den Ford-Werken Deutschland, die natürlich in Köln ansässig sind, und dem Ford-Händlerverband. Der Ford-Händlerverband ist der größte Händlerverband von allen Fabrikaten, die es in Deutschland gibt. Und wir als Händler hier vor Ort in der Region haben uns dieses Thema eben angenommen und tun diese Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Gemeinsam sind wir im Verbund von der Deutschen Bahn, der Flinkster, das ist der größte Carsharing-Anbieter, den wir in Deutschland haben. Und alle Fahrzeuge, die von Flinkster deutschlandweit gibt, können auch mit unserer Ford Carsharing-Fahrzeuge genutzt werden. Und eben andersrum auch, alle Flinkster-Kunden in Deutschland können die Ford Carsharing-Fahrzeuge nutzen. Also es geht alles ganz modern per App, Entschuldigung. Genau, also wie das Ganze funktioniert. Man kann das natürlich übers Internet auch tun, aber die einfachste Variante ist mit einem so einem Smartphone. Man hat hier die App, die man sich runterlädt, tut sich registrieren mit seiner Karte und dann kann man zum Beispiel ganz normal wie in Google eine Maps, eine Kartensuche schauen, okay, wo ist das nächste Fahrzeug, drückt auf das Fahrzeug drauf und gibt die Zeit ein, wenn man das Fahrzeug buchen möchte und ja, und dann geht man einfach auf Buchen und dann ist das Fahrzeug für einen dann reserviert in dieser Zeit. Muss ich das Fahrzeug dann wieder da abgeben, wo ich es geholt habe? Ist das ja, also der Wagen hat einen festen Parkplatz, wie hier jetzt in der Galgenleite. Und da wird das Fahrzeug dann auch wieder abgestellt. Das hat den Vorteil, dass wenn, sonst würde ja, der vorherige Nutzer das Fahrzeug irgendwo abstellen und kein Mensch weiß dann, wo es steht. Oder es wird dann, steht dann irgendwo da, wo es auch nicht gebraucht wird. Und geht es nach Zeit oder nach gefahrenen Kilometern? Wie wird das abgerechnet? Abgerechnet wird es einmal nach Zeit. Pro Stunde kostet mich das Fahrzeug von 8 bis um 22 Uhr 2,30 Euro die Stunde. Und pro Kilometer zahlt man 19 Cent. Mhm. Und wie sieht es mit dem Tanken aus? Wer betankt das Fahrzeug? Tanken kann ich das Fahrzeug mit der Tankkarte. Tankkarte befindet sich ebenfalls im Handschubfach an derselben Stelle, wo sich auch der Schlüssel befindet. Mit der Tankkarte kann ich einfach deutschlandweit eigentlich fast an jeder Tankstelle tanken. Mhm. Aber genau. Die Tankkosten sind in der Rate mit dabei. Sind mit drin. Ja. Also man tankt, der Nutzer tankt nur und zahlt aber nicht. Genau. Sondern über die Karte, die genau. Nicht belastet. Und das Tanken, also was natürlich mit der Tankkarte nicht geht, dass man sich noch ein Päckchen Haribo oder so mit dazu draufschreibt. Hatten wir schon einmal, gell? Ja. Gibt's alles. Das wird natürlich dann rückbelastet, aber wichtig ist einfach, dass die Fahrzeuge wieder betankt werden. Dass sie halt Minimum, sag jetzt mal, viertel voll sind, ist auch eine Beschreibung. Die User, die sich, ich sage jetzt bewusst User, aber die Nutzer von solchen Carsharing-Fahrzeugen sind aber auch so weit aufgeschlossen, dass das eigentlich reibungslos funktioniert. Wir haben hier wirklich also kaum bis überhaupt keine Probleme, was das Thema angeht. Auch ist immer wieder eine Frage, ja, was ist denn mit Schäden am Fahrzeugen und so weiter. Der Nutzer von Carsharing-Fahrzeugen ist angehalten, bevor er die Fahrt beginnt, einmal um den Wagen rumzugehen und irgendwelche Schäden zu melden. Hier gibt es eine 24-Stunden-Hotline von Flinkster. Flinkster ist eine Tochter der Deutschen Bahn, die der größte Carsharing-Anbieter in Deutschland ist. Und die nehmen die Schäden auf und werden auch dementsprechend registriert und so weiter. Auch hier haben wir bis jetzt null Probleme, überhaupt keine. Das heißt, Sie haben das schon erprobt in Würzburg? Genau. Die Fahrzeuge sind in Würzburg und ist von Würzburg schon aktiv und da funktioniert es wirklich sehr reibungslos. Mhm. Und offenbar auch mit so einer guten Resonanz, dass Sie jetzt expandieren nach können. Schweinfurt gehen, ja. Genau. Interessant. Und kennen Sie den Typ Nutzer oder gibt es den nicht? Wir haben eigentlich, wo wir angefangen gedacht haben, ja, das ist der klassische, ich habe kein Autonutzer. Das ist total falsch. Ja. Also so, geht durch die komplette Bandbreite. Wir haben natürlich auch Nutzer, die überhaupt kein Fahrzeug haben. Wir haben aber auch Familien, die zum Beispiel ein Hauptauto haben und sich immer ums Zweitauto streiten und eigentlich ein drittes bräuchten oder andersrum, die nur ein Auto haben und das Zweitauto damit absetzen. Wir haben aber auch viele Gewerbekunden, also auch die jetzt an diesem Standort hier vielleicht jetzt wegen weniger, aber vielleicht jetzt auch am Bahnhof, wo dann sagen, ich muss jetzt dann da und da hin. Brauche aber länger und habe so viel Equipment mitzunehmen, dass ich mir ein Taxi eigentlich ist für mich nicht rentabel. Ich brauche eigentlich einen Mietwagen. Und die buchen dann auch teilweise noch im Zug direkt online, gehen hin, tschack, boom.
Also das, man kann das alles übers Smartphone buchen. Im Smartphone ist ja wie Google Maps eine Karte und zeigt dann auch, wo die Carsharing-Fahrzeuge stehen. Man drückt da drauf, gibt seinen gewünschten Zeitraum ein, in dem man diese Buchung eben machen möchte. Man sieht dann, ist das Fahrzeug verfügbar? Ja, nein. Wenn verfügbar, kann man sofort, nachdem man sich natürlich registriert hat, den Wagen buchen und kann dann, wie die Julia Zufall beschrieben hat, mit seiner Karte direkt dann im Buchungszeitraum den Wagen öffnen. Und sind Sie